Fasnacht, Fräulein Baumann. Was leid. Die ganze Society von Frankenthal. Dieselbe Gage wie jedes Jahr. Lauter gutes Chores, ja. Also ich darf mich Ihnen vorstellen, mein Name ist Baumann, Fräulein Baumann. Und Baumann ist ein ganz alter Kurpelzer Name. Sie kennen doch Adam und Eva. Und die Eva, das war geboren die Baumann. Ja. Siehst, wer sich ist fragen, wie alt ich bin. Also böse Zungen behaupten ja, wie ich auf die Welt gekommen bin, hätte das Tote Meer noch gelebt. So ein Quatsch. Nein, ich bin die letzte Überlebende aus der Skrappelgruppe. Und ich bin trotz meines hohen Alters immer noch berufstätig. Mich kann man mieten. Ich bin Deutschlands dienstälteste Ehrenjungfrau. Ja. Wie man Ehrenjungfrau wird, dazu wird man geboren. Aber bleibe, das ist die Kunst. Ja. Sie, die sind ja ganz stolz auf mich. Die wollten mich sogar draußen im Foyer in einer Glasvitrine ausstellen. Das ist, ich bin doch keine Mumie. Ich lebe doch noch. Obwohl wir Ehrenjungfrauen sterben ja aus, nicht? Wir vermehren uns so schlecht. Wie geht die Sage der Nibelungen? Der Drache der Nibelungen wurde nicht von Siegfried getötet. Nein, er ernährte sich von Jungfrauen. Er kam von Worms am Rhein, hat sich in Ludwigshafen noch einmal so richtig satt gefressen. Und in Frankenthal ist er dann verhungert. Ne? Ja, Sie, Ehrenjungfrauen gibt es halt bloß noch auf dem Land. Ne? Und da muss man sie suchen. Ne? Und obwohl ich Ehrenjungfrau bin, bin ich ja noch lange kein Landeim. Also meine Freundin, die Lisbeth, die Hermine und ich gehen ja auch immer regelmäßig zum Frauenarzt. Zur Vorsorge. Zur U100. Ja. Da waren wir im Wartezimmer gesessen. Und da war ein riesiges, großes Plakat im Wartezimmer gestanden. Und die Hermine vorgelesen. AIDS ist tödlich, vor AIDS schützen nur Kondome. AIDS ist tödlich, hat sie gesagt. Ach gut, wir wollen doch auch noch ein bisschen leben. Und hat die Lisbeth gelesen, ja, da schützen aber nur Kondome. Ach Gott, haben wir uns halt ein paar gekauft. Ne? Mir war gar nicht gewiss, was man damit machen soll. Die Hermine war ganz verzweifelt. Am Schluss hat sie es gegessen. Huch, hat sie gesagt, war das im Magen gelegen. Och, und die Lisbeth sagt, hätte es halt klar schneiden müssen. Ich sag mal, hättet ihr das so gegessen, seid ihr altmodisch. Ich hab meins mit Hackfleisch gefüllt. Sie und die Greta, die jüngst von uns, die hat sich jetzt mit 95 von ihrem Frauenarzt noch künstlich befruchten lassen. Mit 95. Der hat gar nicht gemerkt, wie alt die ist. Na ja, der guckt der Leute halt nicht ins Gesicht.
Ach, sie? Die hat das Kind sogar ausgetragen und auf die Welt gebracht. Hat sie uns hinterher eingeladen zum Kaffee trinken. Aber meine Sie, die hat uns das Kind gezeigt. Ums Verrecken nicht. Wir alle fort waren im Stadtgerede, wir waren da schon zusammen im Sandkasten geguckt. Jetzt zeig mir doch einmal dein Kind. Und hat sie gesagt, ich muss warten, bis es schreit, ich weiß nicht mehr, wo ich hingelegt habe. Sie? Und der Gynäkologe, der die Greta kindlich befruchtet hat, ist ja sogar arbeitslos geworden. Ist aufs Arbeitsamt gegangen, das trifft ja auch schon die akademischen Berufe. Sagt, ich bin arbeitslos, ich brauche einen Job. Und hat der Beamte gesagt, Sie, für einen Gynäkologe habe ich nichts. Ich habe bloß eine Lehrstelle beim Dinscher Meier. Aber da sind Sie überqualifiziert, die kann ich Ihnen nicht anbieten. Sagt er, doch, die nehme ich an, ich muss Geld verdienen. Nach 4 Wochen hat der Beamte ein schlechtes Gewissen gekriegt. Hat er bei dem Dienstag angerufen und gesagt, Sie, ich habe Ihnen doch vor 3 Wochen einen Gynäkologe geschickt. Wie stellt denn der sich an? Super, hat er gesagt, super, so Leute können Sie mal noch mehr schicken. Der hat bei der Frau Miller, die war im Urlaub, durch den Briefkastenschlitz das ganze Treppenhaus geweißelt. Ne? Ja. Ja, und letztens war sogar die Steuerfahndung bei mir. Gehen Sie schon an uns Alte. Wollte Sie mal Haus sehen, habe ich ihm alles gezeigt. Und sie meinte, in den Keller gegangen. Hat er gesagt, was ist denn hinter dieser Tür? Habe ich aufgeschlossen, habe gesagt, dies ist die alte Schnapsbrennanlage von meinem Vater. Aber die ist seit 1920 nicht mehr in Betrieb. Was hat er gesagt, Schnapsbrennanlage? Da sind Sie ja brandweinsteuerpflichtig. Was habe ich gesagt? Die ist doch seit 1920 nicht mehr in Betrieb. Hat er gesagt, sie sind alkoholsteuerpflichtig, die Apparatur ist da und dann wird auch bezahlt. Ach Gott, habe ich gesagt, wenn das so ist, hätte ich gern ab 1920 mein Kindergeld. Ja. Ja, der gesagt, Sie haben doch gar keine Kinder. Das ist es gar nicht, wie ich sage, die Apparatur ist da, dann wird er bezahlt. Ja. Ach gut, ich sehe ja gar nichts mehr. Was ist denn mit meinem Hörgerät? Ah, das ist schon gar nicht mein Hörgerät. Das ist schon mein Rheuma-Zipfchen. Ich weiß schon, wo ich mein Hörgerät hingesteckt habe. Ja. Ja. Sie? Je älter ich werde, desto mehr ziehe ich die Männer magisch an. Heute Mittag war ich draußen im Stadtpark geguckt. Auf einmal ist ein junger Mann aus dem Gebüsch gekommen, hat sich vor mich gestellt, hat seinen Mantel aufgemacht und war drunter splitterfasernackt. Ich sagte, junger Mann, machen Sie bitte Ihren Mantel wieder zu, ich habe im Krieg genug Elend gesehen. Was Sie? Wie ich an hierher gelaufen bin, ist der Vertreter von der Beate Use vor mir gelaufen. Das war auf seinem Koffer gestanden. Und mitten auf dem Zebrastreifen ist dem der Koffer aufgegangen. Und da sind so lauter bunte, längliche Dinger rausgekullert. Dann habe ich ihm helfen auflesen. Habe ich gesagt, sag mal, was ist denn das überhaupt? Ja, hat er gesagt, das seien seine Vibratoren. Oh ja, habe ich ihm helfen auflesen. Und er sagt, weil Sie mir jetzt so schön geholfen haben, dürfen Sie sich einen aussuchen. Ach Gott, ich weiß gar nicht, was ich da damit machen soll.
Oh Gott, ich könnte ja auch aufs Vertigo stellen. Ne? Herr Schabon, ich mal schon einen aussuchen darf, hätte ich gern den Silberner da hinten. Oh, da gesagt, das geht nicht, das ist mein Thermoskan. Ne? Ja. Und als Ehrenjungfrau wird man ja auch auf Staatsempfängen rumgereicht. Neulich war ich beim deutsch-französischen Staatsempfang in Paris im Élysée-Palast geladen. Mein Tischnachbar war unser Bundespräsident, der Herr Steinmeier. Und zur Ehre des Tages hatten die goldenes Besteck aufgelegt. Frau Lotte Steinmeier hat zu mir gesagt, Freile Baumann, die Franzkige, die haben das Heidelberger Schloss kaputt geschossen. Dafür nehme ich jetzt den goldenen Löffel und eine goldene Gabel mit. Das kann ich doch nicht machen. Doch hat er gesagt, ich habe das Heidelberger Schloss kaputt geschossen. Ich nehme den goldenen Löffel, goldene Gabel, hat sie in seine Tasche gesteckt. Ach Gott, habe ich gedacht. Das Hornbacher Schloss habe ich auch kaputt geschossen. Und habe ich den goldenen Löffel genommen, goldene Gabel genommen. Und gerade wie ich in meine Hand das Stuhl wollte, bin ich an mein Glas gekommen. Bing, hat es gemacht. Sie haben ich wollte Rett halten. Bin ich aufgestanden und gesagt, sie, ich kann kein Französisch, aber ich zeige Ihnen dort vier Zauberkunststück. Gucken Sie mal, ich nehme den goldenen Löffel, goldene Gabel, du sie in meine Handtasche, mach sie zu, sag Simsalabim und hol's bei Herrn Steinmeier aus der Jackentasche wieder raus. Das ist, muss ich aber langsam machen, dass ich heimkomme. Denn sonntags abends um die Zeit ruft mich immer der Perverser an. Immer sonntags abends. Der erzählt mir immer so unanständige Sachen. Ich kann es kaum abwarten. Letzt hat er gesagt, er hätte sich einen Bub gekauft zum Aufblasen mit allem Drum und Dran. Ach Gott, hab ich gesagt, hab ich sich doch erst vor vier Wochen auch nicht gekauft. Ja, und er gesagt, aber mit der habe ich Schluss gemacht. Aoi! Wir sind so stolz, dass wir die weltweit einzige Ehrenjungfrau hier in Frankenthal auf der Bühne haben. Perfekt dargestellt. Ich lasse sie mich einfach vorstellen. Gut, dann können wir drüber reden. Leute, nicht so laut, die Kinder schlafen. Lasst mich doch erst mal vorstellen. Es ist der Apotheker Dr. Markus Weber von der Weinheimer Blüte. Und hier ist die Zugabe, bitteschön. Merci. Jetzt wollte man wieder zum Frauenarzt gehen, weil man vorher auf der Beerdigung. Da wollte man noch einmal austreten gehen, da waren die Toilette abgeschlossen am Friedhof. Sag, was machen wir jetzt? Und hat die Hermine gesagt, guck mal, da hinten ist der Haufen, muss ich die alte Grenze draufschmeißen? Da gehen wir gerade hinten dran. Ne? Und dann sind wir zum Frauenarzt, ist erst die Hermine neu, dann die Lisbeth und dann ich. Wie ich gekommen bin, hat das Fräulein Baumann. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Bei ihrer Freundin Hermine war ein Tonnenzappe in der Unterhose. Und bei ihnen ist in Trauerflor. Dein Gesangsverein auf Ewigstein. Hör auf! Dankeschön. Auf unser Fräulein Baumann. Drei lautstarke. Ah! Ah!
und einen ehrenhaften